Gehst du mal weg? Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, wie versprochen, das Video Road to Dark Matter. Wen die Erklärung nicht ganz interessiert, dauert jetzt mal ein paar Minuten, bis ich das alles so ein bisschen erklärt habe. Der spult einfach 3, 4, 5 Minuten vor, dann kommt das versprochene Gameplay mit meinen 75 Kills, mit meiner bisher besten Runde. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt und euch das Video einfach komplett anseht. Dark Matter ist nichts anderes als eine Waffentarnung, die mit Abstand schwierigste Tarnung, beziehungsweise mit Abstand die Tarnung, die am schwierigsten freizuschalten ist, erkläre ich es besser so. Die Dark Matter gab es auch schon in Black Ops 3, habe die da auch schon freigeschaltet und es dauert echt lange. Fakt ist, wer diese Tarnung haben will, muss damit leben, dass seine Abschuss-Totquote hundertprozentig darunter leidet. Es gibt nur wenige Spieler, die wahrscheinlich mit jeder Waffe umgehen können. Meine Abschuss-Totquote sieht man hier. Ich war vorher bei nicht ganz 2,0. Das ist schon eigentlich echt nicht schlecht. Jetzt bin ich bei 1,24. Ärgert mich ein bisschen, aber man sucht sich den Weg ja selber aus. Warum es darunter leidet? Einfach erklärt, man muss jede einzelne Waffe auf Gold spielen. Was das im Einzelnen bedeutet, erkläre ich anhand der Rampart 17. Rampart 17 habe ich gerade nicht drin, auch nicht schlecht. Die Rampart 17, das ist auch das Gameplay, was jetzt danach folgt, das habe ich mit der Rampart 17 erspielt, weil ich da auch gerade auf die Tarnung grinde. Was muss ich für die Tarnungen machen? Ich gehe auf die Tarnung mit Dreieck auf der Waffe, dann hat man hier erstmal 9 Tarnungen, die man freischalten muss. Es fängt an mit 5 Volltreffern, bis 100 geht es insgesamt. 5 Volltreffer bedeutet nichts anderes, schaltet den Gegner mit dem Kopfschuss aus. Selbsterklärend. Was ich empfehlen kann, wer die Tarnung unbedingt haben will, spielt die meisten Waffen auf Hardcore. Aber ich würde empfehlen, nur die Waffen auf Hardcore zu spielen, mit denen ihr absolut nicht umgehen könnt. Für die Waffen, die euch am meisten Spaß machen, ist zum Beispiel für mich die Titan oder die Rampart, die KN57. Das sind richtig geile Waffen, die spiele ich sehr, sehr gerne. Da kommt das von ganz alleine, da muss man nicht mal sich mega anstrengen. Hat man die 100 Volltreffer, dann voll. Hat man noch 5 Spezialaufgaben. Und hat man die erledigt, bekommt man hier die Goldtarnung, sieht man hier. Die erste Aufgabe wären 10 Weitschüsse. Ist eigentlich relativ simpel, wenn man das auch auf Hardcore macht. Auf bestimmten Maps ist es ganz einfach, dann Longshot zu machen, wie zum Beispiel Icebreaker oder Militia. Hast du nicht gesehen. Dann gibt es diese Tarnung, 50 Abschüsse ohne Aufsätze. Selbsterklärend. 50 Abschüsse mit einem Visier und 5 Aufsätzen, auch selbsterklärend. Dann einmal 2 schnelle Abschüsse ohne zu sterben, ist klar. 2 schnelle, also wirklich ganz schnell hintereinander 2 Gegner töten. Das Ganze 5-mal, das geht auch rucki zucki. Was ein bisschen belastend ist bei Waffen, die man wirklich nicht sehr einfach spielend oder nicht gerne spielt, 5 Abschüsse ohne zu sterben. Ich tue mich da bei den Snipern sehr, sehr schwer. Wer meine Videos ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich Snipen absolut hasse. Auch Gegner, die ganze Zeit nur am Snipen sind, geht mir mega auf den Sack. Auch wenn es wahrscheinlich Gegner sind, die vielleicht selber nur die Waffentarnung freischalten wollen. Das Besondere an der Goldtarnung ist diesmal, das gab es vorher auch nicht, auch die Diamanttarnung, ist, schafft man 3 schnelle Abschüsse hintereinander. Ich zeige mal kurz die Goldtarnung, wie die aussieht anhand der KN57. Sieht auch nämlich richtig stark aus. Sieht so aus. Schafft man 3 schnelle Abschüsse hintereinander oder 4, je nachdem, was man schafft. Bei 3 schnellen Abschüssen hintereinander, dann flackert die so ein bisschen Gold und bei 4 lila. Kann auch umgedreht sein, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Sieht aber richtig stark aus. Diamant, auch kurz erklärt, wie man die bekommt. Das kommt von ganz alleine. Hat man eine komplette Waffengattung, bedeutet eine Waffengattung zum Beispiel MPs oder Sniper oder hier in dem Fall Sturmgewehre. Hat man die alle auf Gold? Ich bin ja eigentlich relativ nah dran, die alle auf Gold zu haben. Da fehlen hier und da vielleicht noch einzelne Aufgaben wie ein Weitschuss oder so. Wenn man die alle auf Gold hat, eine Gattung, bekommt man automatisch die Diamanttarnung. Das Geile bei der Diamanttarnung ist diesmal, und das war auch bei Black Ops 3 nicht der Fall, schaffe ich 5 Abschüsse hintereinander ohne zu sterben. Das ist egal, wie schnell du das schaffst. Dann verändert sich die Farbe der Diamanttarnung. Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Schafft man das Ganze 6-mal, wird daraus die Regenbogentarnung. Das sieht richtig, richtig geil aus. Könnt ihr gerne mal googeln. Ich habe da jetzt leider kein Bild zu.
Wer unbedingt jetzt sehen will, wie die Dark Matter hier in Black Ops 4 aussieht, der kann das auch gerne googeln, mache ich jetzt auch kein Bild rein. Für die Leute, die das ein bisschen verfolgen wollen, mache ich auf jeden Fall eine kleine Serie drüber über den Fortschritt, wie weit ich gerade bin. Vielleicht habt ihr ein bisschen Geduld warten, einfach bis ich das freigeschaltet habe. Es dauert sicherlich noch ein bisschen, weil es echt anstrengend ist. Wie gesagt, die Sniper sind nämlich so eine besondere Sache. Bei den Snipern ist es ein bisschen anders, zumindest bei einigen Snipern. Die SDM zum Beispiel. Eigentlich sind es bei den Snipern ist es so, du musst einfach nur 100 Kills machen, nicht unbedingt Volltreffer. Dann hast du schon die ersten 100 voll, musst dann die Spezialaufgaben machen. Bei der SDM ist es aber leider so, dass man Volltreffer machen muss. Also wichtig. Hardcore-Modus. Also ich habe es so gemacht und zum Schluss habe ich einfach hier mit dem Thermalvisier gespielt, weil es da einfacher ist, diese fünf Abschüsse hintereinander zu machen. Mir fehlt das Ganze noch zweimal, ist aber echt wirklich total anstrengend, weil Snipen ist einfach nicht meins. Die schwierigste Waffe im Allgemeinen, würde ich behaupten, ist dann nachher zum Schluss und das hebe ich mir auch zum Schluss wieder auf, wie bei Black Ops 3 ist das Kampfmesser. Da muss man auch 100 Kills machen erst. Die Spezialaufgaben weiß ich aber jetzt leider nicht genau. Aber du musst auch auf jeden Fall 5 Kills hintereinander machen, ohne zu sterben. Das ist wirklich ein bisschen frustrierend, weil das manchmal echt sehr, sehr schwer ist. Ansonsten war es das im Groben und Ganzen eigentlich erklärt. Wie gesagt, hier und da mache ich einfach mal einen kleinen Fortschritt. Ein kleiner Fortschritt, den ich jetzt schon zeigen kann, ist Fakt. Bei den Sturmgewehren habe ich wirklich fast alle auf Gold. Die K57 zum Beispiel habe ich, wie gesagt, auf Gold. Die Titan habe ich auf Gold. Und hier und da fehlen einfach nur ein paar kleinere Sachen. Ja, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt hoffentlich viel Spaß bei dem Video, was jetzt folgt. Über einen Daumen würde ich mich sehr freuen, wie immer. Und ein Abo. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, schönes Wochenende. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Komm, heil dich. Oh, danke, du hast mir sowas von das Leben gerettet. Du kleiner Wichser, Alter. Ach, der wusste es. Doch, Alter, ich war wirklich auf Gesichtshöhe. Du kleiner Wichser. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Was wird denn das? Ey, links, rechts, oben, unten. Natürlich. Wir spammen einfach die ganzen Holzhütten voll. Warum? Ich habe gar nicht so weit rausgeguckt.
Ist es nicht zum Kotzen, wie du einfach nicht zum Nachladen kommst? Mann! Was ist los? Ich schieße durch den Holzboden. Aber durch Wände kann man schießen, ist klar. Na, lad nach. Sollte es vielleicht lehnen, endlich mal. Das ist zum Kotzen, das ist zum Kotzen. Mann! Oh, Scharfschützennest. Mir echt komplett beherrscht. Weil ihr alles Flaschen seid. Gehst du mal weg? Das ist das beste Beispiel, dass das Bullshit ist. Ach, das ist der Wichser mit dem Scheiß. Thermalvisier. Ist der Kampfhubschrauber schon wieder weg? Schön. Ersten Halbzeit schon 41 Kills. Das ist heftig. Na hier. Ist es nicht armselig, mit dem Thermalvisier so abzuhetzen? Okay, der ist Level 2, der nimmt das als. Naja, der hat seinen Klasseneditor noch nicht frei, deswegen kann er ja eigentlich nur irgendeine der Waffen nehmen. Dauert schon eine Weile, bis der sich heilt. Scheiße.
Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Was willst denn du mit dem scheiß Heli? Oh, ich habe eine ganz beschissene Position jetzt. Ich komme ja gerade nicht raus. Oh, das ist ein Kollege. Krieg den nicht weg. Ah, mit dem Raketenwerfer war schon eine fiese Nummer. Geh weg. Oh. Oh, das war jetzt aber hektisch. Oh, schön. Ich muss hier weg. Feindliche Konterdrohne entdeckt. Komm vor. Nein. Das wird der Zeit, komm. Oh, es hat mich noch jemand geholt. Fuck, ey, ich wollte gerade. Oh, 75, 28. Also das ist, ich habe ja gerade schon eine geile Runde gehabt, aber das ist mit Abstand meine höchste Kill-Serie. 75, 28. Dafür kann man mal einen Daumen hoch lassen. Daumen hoch lassen klingt eigentlich voll dumm. Einfach einen Daumen da lassen. Vielen Dank.